Hi, my name is Andreas Neubrunner. I'm the recording engineer and producer of this recording. My name is Enrico Bronzi. I'm the cello player of the group. And hi, I'm Dejan Lazic. I'm playing piano. I'm Zeng Hu. I'm violinist. So, I'm the original guy because I come from Salzburg, like Wolfgang. Actually, I was born in Vienna and I will die in Salzburg. And Mozart was born in Vienna. I was born in Salzburg and died in Vienna. So, there goes our parallel. Hat er toll arrangiert, das finde ich klasse. Das glaubt man nicht, dass das nicht von Mozart ist. Ich kann ja sagen, dass für mich als Kind, ich habe als das erste Film, das ich je gesehen habe, war ja Amadeus. Ich war 7 Jahre alt. Amadeus von Miloš Forman, 1984. Und seitdem wollte ich Musiker werden, wollte 2 Instrumente spielen, komponieren. Und mit 12 bin ich auch nach Salzburg umgesiedelt. Dort habe ich auch studiert und aufgewachsen. Also ich war praktisch seit meiner Kinderzeit mit Salzburg und Mozart sozusagen verbunden. Und dort habe ich auch als Bub noch Benny gehört. Und der hat schon wunderbare Konzerte im Mozarteum gespielt, auch im Festspielhaus. Und also ich kenne ihn schon seit mit Mozart-Perücke. Das waren die 90er Jahre. Just kidding. Genau, I never did that, actually. Yeah. Nein, das muss sein. Exactly, ja. Yeah. Ja? Yeah. Mm-hmm. Yeah. Mozart. Mozart als der begabteste von allen. Als der, der scheinbar mühelos Perfektion in seine Komposition bringt, in alle seine. Ganz besonders in den beiden Klavierquartetten, die wir jetzt aufgenommen haben. Man kann sich keine perfektere Musik vorstellen. Und da liegt der Reiz und auch die Hürde, die wir nehmen wollen. Und es fühlt sich auch durchaus absurd an, Mozart noch einmal aufzunehmen, nachdem das ja schon oft getan worden ist und zum Teil auch sehr gut schon getan worden ist. Aber es ist eine Musik, die lebendig erhalten werden will, weil sie so großartig ist. Sie zählt zum Großartigsten, was die Menschheit überhaupt je hervorgebracht hat. Und deswegen schreit sie geradezu auch wieder nach Reanimierung. Und wenn man die richtigen Leute findet, dann ist es auch plötzlich wieder notwendig, Mozart zu spielen und Mozart aufzunehmen. Und Dejan war hier federführend. Das Klavier spielt eine prädominante Rolle in diesen Stücken. Und Dejan ist so einer, der den Mozart neu erfinden kann. Und auf das haben wir uns einlassen. Und besonders freue ich mich, dass wir dann auch noch eine Komposition von Dejan spielen durften, nämlich ein Arrangement eines Mozartschen Rondos, das er speziell für unsere Gruppe gemacht hat. Und das eigentlich bei der Aufnahme besonderen Spaß gemacht hat. Thank you.
Thank you.